So, zweiter Versuch mit vollem Akku in der Kamera. Herzlich willkommen zu dieser Bauchjauf-Sendung, in der ich weiterführend auf mein letztes Video eingehen möchte. Beziehungsweise eigentlich nicht auf das Video selber, sondern darauf, wie ich das umsetze jetzt, wovon ich in dem besagten Video, das ich gerne unten drunter verlinke, das da heißt kein Bock mehr, wie ich das mache. Ich möchte das Ganze so jetzt in der Folge auch so ein kleines bisschen dokumentieren, vor allen Dingen, damit ich es selber einfach nochmal wirklich in auf jeden Fall für mich klaren Worten auf dem Schirm habe. Wenn ich wieder in die Situation geraten sollte, in der ich mich jetzt schon wieder viel zu lange befunden habe, nämlich halt eben in einem gewissen Stress und auch einer Unrast, Unruhe, die mir einfach nicht gut tut. Und auf die ich auch echt einfach keinen Bock mehr habe. Und ab hier jetzt auch einfach nochmal bewusst daran arbeite, da rauszukommen. Wie man da rauskommen kann. So, und ich dokumentiere jetzt einfach hier meinen Weg. Möchte aber auch herzlich dazu einladen, all die, die das auch interessiert, die auch raus möchten aus diesem Schwachsinn, meine Inspirationen einfach zu nutzen und dann aber auch gerne in den Kommentaren eure eigenen Ideen und Erfahrungen auch hinzuzufügen. Und was habe ich jetzt zum Beispiel heute gemacht, nachdem ich zum Beispiel das Video dann gestern gemacht habe und es gerendert und hochgeladen habe und dann halt eben wieder Leerlauf hatte, mir die Frage stellt, ja, was machst du denn jetzt anders? Ne? Ich habe ja in dem Video gestern eindeutig einen Missstand beschrieben, von dem ich mich wegbewegen möchte, womit ich jetzt beschäftigt bin. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wodurch bist du da die ganze Zeit? Also zum einen ist mir halt aufgefallen, wirklich auch, wie viel Zeit mich das jetzt wieder gekostet hat, die ich mit ganz anderen Dingen hätte verbringen können. Viel konstruktiver, viel produktiver. Weil ich meine Nase schon wieder in Mainstream-Themen drin hatte, von denen ich eigentlich weiß, dass das alles irgendwelcher selektierter Mist ist. Da ist ja nicht mal ein Bruchteil dessen, was wirklich auf der Welt passiert, überhaupt nur deckbar in den Medien. Vor allen Dingen, wenn man dann, und das ist das halt eben, was die Medien oft nicht verstehen, wenn man sagt, sie sind gleichgeschaltet, das ist halt tatsächlich, und das können sie wohl kaum, wenn sie es selber mal beobachten, leugnen, halt eben alle Sender immer, jeden Tag, dieselben Themen behandeln. Immer das, was gerade tagesaktuelles Geschehen ist. Aber wer definiert denn, was von all dem, was auf der Welt passiert, wichtig ist? Wer sagt denn, dass nur wichtig ist, was da auf politischer Ebene passiert oder wenn irgendwo wieder irgendjemand abgemessert hat oder diese ganzen Missstände, die auch vor allen Dingen dadurch, dass sie halt permanent im Fokus sind, halt eben nicht weggehen. Das ist halt auch was, was viele Leute nicht kapieren, ne? Sachen gehen nicht davon weg, in denen ich mich immer weiter damit beschäftige.
Wenn ich was aus meinem Leben subtrahieren will, dann ist der einzig logische Weg, dem möglichst wenig Interesse noch zu schenken. Und ich möchte wirklich, und ich habe halt eben auch gemerkt, dass das auch weiter reicht. Also ich werde ein Weilchen mit beschäftigt sein. Mein Setup jetzt, also das seht ihr nicht, weil es hinter euch steht, Computer und Monitor. An dem ich vor allen Dingen, also der Arbeitsrechner steht im anderen Zimmer und hier ist es eigentlich so der Spiel- und Unterhaltungsrechner, auf dem ich halt eben vor allen Dingen auch YouTube gucke, wenn ich in meinem gemütlichen Sessel sitze. Und das ist halt eben schon mal genau der Punkt. So wahnsinnig viel Zeit habe ich wieder mit Mainstream-Themen verbracht, weil ich halt eben auf YouTube dem Love Priest folge und dem Olli und all die, die ich gestern noch genannt habe, die Space Frogs und alles so Leute, die man eigentlich auch sehr gern hat und gern sieht. Aber ich habe halt wirklich gemerkt, dass es mir überhaupt nicht gut tut, weil es mich ausbremst. Und dann willst du ja jeden Tag immer noch wieder neu wissen, wie es weitergeht. Weil du willst ja auf dem Laufenden bleiben. Und genau das ist mir in den wesentlichen Punkten eben immer wieder flöten gegangen. Ich konnte nicht mit meinen Sachen, konnte ich nicht am Laufenden halten, weil ich meine Zeit mit was anderem verbracht habe. Und jetzt steht hier schon wieder seit 2 Wochen eine Staffelei mit einer aufgestellten Leinwand und die Farbe liegt daneben. Ich müsste sie nur auftragen. Aber genau dazu fehlt mir die Muße. Warum? Ja, weil ich energetisch gerade komplett anders gepolt bin. Da ist die Ruhe nicht da, da ist die Muße nicht da. So, und was habe ich dann halt eben gemacht? Als erste Änderung, die mir eingefallen ist, also bis jetzt auf jeden Fall gerade schon mal nicht mehr Facebook angemacht. Weil Facebook bei genauerer Betrachtung, mein Facebook, halt eben zu etwas verkommen ist, was mich zuballert mit Informationen, die ich eigentlich überhaupt gar nicht haben will. Und das definiert eigentlich Gewalt. Gewalt ist per Definition eine Information, die der Empfänger nicht will. Es sind aber Themen, die euch interessieren, die ihr auch deswegen postet. Was ich nicht kritisieren möchte, ist ja euer Ding. Aber ich will da raus. Und weil ich eigentlich auf Facebook schon seit Jahren sehr akribisch auch darauf achte, dass ich möglichst wenig von dem zu sehen bekomme, was mich nicht interessiert. Für mich fällt das unter Gedankenhygiene. Ist das ein Kampf gegen Windmühlen? Die Algorithmen sind einfach so intelligent programmiert, dass du machen kannst, was du willst. Die ziehen dich ab und schieben dir immer wieder Sachen in dein Sichtfeld, mit denen du dich beschäftigen sollst. Und das ist genau das, was ich nicht will. Und deswegen bleibt für mich ab hier Facebook aus. Ich muss jetzt sowieso 178 Euro bezahlen für das nächste Jahr Serverkosten, bla bla bla, für die Flotology.net. Ey, und wenn ich jetzt so einen Batzen Geld nochmal dahin legen muss für ein Netzwerk, das ich versuche seit einem Jahr aufzubauen, aber halt eben auch nicht weiter, weil ich meine Energie in Facebook stecke. Und ich habe es versucht, es irgendwie aufzuteilen, aber Facebook zieht nun mal einfach besser. Die haben einfach bessere Programmierer als meine Seite. Weil ich halt mal muss. Die sind einfach gewiefter. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit für mich, das zu unterbinden, Facebook gar nicht mehr aufzumachen. Ich werde jetzt noch einmal reingehen und einen Post setzen, einen Abschiedspost, damit die mich weiter Kontakt mit mir haben wollen,
wissen, wo sie mich finden, halt eben in der flotology.net oder auf Telegram. Und ich glaube, weil ich nämlich seitdem auch Instagram gleichzeitig auch nicht mit aufgemacht habe, dass Instagram für mich jetzt auch erledigt ist. Ich habe keine Lust mehr, meine wertvolle Zeit in die Entstehung eines Metaverse fließen zu lassen. Sorry, ich bin ja totaler Fan von Ready Player One und der Oasis und bla bla bla, aber die Oasis, wie die am Ende ist, wo die Mittwochs, wo die Dienstags und Donnerstags geschlossen ist, zum einen, und IOI keine Möglichkeit mehr hat, das irgendwie konventionell, nicht nur kommerziell zu nutzen, sprich zu missbrauchen, weil das ja dann auf Kosten der Menschen im realen Leben geht. So, und das ist für mich genau das Problem mit dem Metaverse, warum ich das nicht haben will. Da ist diese IOI-Verknüpfung drin. Da ist direkt ein Gremium drin, das ein Interesse hat, das nicht eures ist. Und da will ich nichts mit zu tun haben. Und ich brauche das auch nicht. Ich brauche kein Second Life. Ich muss mich nicht in eine Welt flüchten, weil die hier so scheiße ist. Weil ich mich eben, wie ich das gestern schon sagte, weigere, das so zu sehen. Ich will den Glauben an die Schönheit dieses Lebens nicht verlieren. Und dabei helfe ich mir auf genau diese Weise. Das nächste, was ich gemacht habe, ist YouTube, meine Startseite anzupassen. Ich habe festgestellt, dass ich gar nicht mal den Leuten die Abos kündigen muss, die ich jetzt nicht mehr sehen will, sondern fürs Erste reicht mir das hier tatsächlich, dass ich auf der Startseite anklicken kann auf die drei Pünktchen, keine Videos von diesem Kanal mehr empfehlen. Dann bekomme ich einfach auf meiner Startseite all das schon mal nicht mehr zu sehen. Also habe ich, bin da immer noch beschäftigt, zwischendurch immer wieder die Startseite aufrufen und nicht auf der Suche, was gucke ich jetzt für ein Video, sondern welche Videos will ich nicht sehen. Und dann, selbst wenn es jemand ist, deren Videos ich geliebt habe, weil ich sie liebe und ihren Geist und ihren Spirit, aber halt einfach nicht weiter nachvollziehen kann, warum die sich nicht für Besseres interessieren können als für diese vorgegebene Scheiße, und dadurch halt eben, und das verstehen die dann nicht, genauso gleichgeschaltet sind wie die Medien. Da kommen dann auch keine anderen Informationen. Aber es gibt andere Informationen. Es gibt ganz andere Informationen und Inspirationen. Und das ist das, was in meiner Liste eigentlich übrig bleibt. Wenn diese Sachen subtrahiert sind, dann bleiben dann nämlich auf einmal dann halt eben Vorschläge von Videos, die mit meinen Hobbys zu tun haben und mit den Dingen, die mich interessieren. Und blubsch, war ich genau da schon wieder drin. Gruß an Maike, hast mir wieder den Tag gerettet. Das war nach meinem Video das Geilste, was mir passieren konnte. Von der Maike Büttner, BAM-Kanal, kann ich auch mal wieder noch verlinken, für all die, die es noch nicht kennen. Und hab mir zum einen das erste Mal eine 55-minütige, fast 56-minütige Meditation von ihr einfach gegeben. Was einfach so gut getan hat. Und ich wusste, ja, so, damit musst du mit solchen Dingen deinen Kopf füttern. Schmeiß mal den Müll wieder raus. Und alles im Mainstream ist für mich Müll. Nicht unbedingt ganz alles. Aber vor allen Dingen, seitdem meine eigene Geschichte im Mainstream gelandet ist und ich weiß, wie die dargestellt wurde, weiß ich, dass es Müll
ist. Punkt. Braucht man mit mir nicht mehr weiter zu bereden. Ich weiß einfach, wovon ich für mich rede und warum ich diese Dinge auch genauso sehe. Und mal schauen, das war jetzt so der erste Tag, den ich aber auf die Weise sehr ruhig verbracht habe. Sehr genossen, heute einfach mal nichts zu tun. Kann ich mittlerweile ganz gut. Und wie gesagt, dabei passieren tausende Sachen. Aber ich muss nichts tun. Heute, an diesem Tag, wann auch immer der ist, jeden Tag. Und das muss ich wieder festigen. Ja, ich hatte schon wieder die ganze Zeit, man muss doch da. Nein! Das, was du musst, wenn überhaupt, aber das ist eher was. Ich wünsche es den Menschen, dass sie es mal machen, sich auf sich selber zurückzukonzentrieren. Wieder ins reale Leben zurückzukommen, wieder mit den Nachbarn zu quatschen. Was gestern Abend hier auch bei mir passiert ist, haben wir am Lagerfeuer gesessen. Und ich war noch bei den Nachbarn und heute habe ich noch Besuch von Nachbarn bekommen. Und sehr genossen. Und fand es schön, dass ich die Ruhe und die Zeit hatte, mich dem gerade widmen zu können und gerade nichts anderes irgendwie tun musste. Ich wollte zwar eigentlich dieses Video machen, aber ich wusste, dass ich das danach auch noch kann. Here we go. Ich weiß, dass diese Dinge helfen. Und ich weiß, dass es nicht mehr lange dauert. Und dann ist diese Leinwand nicht mehr weiß. Und für mich ist es gerade ein schönes Denkmal. Ich bleib mal am Ball. Und werde mich öfters abends nochmal quasi hier hinsetzen. Oder wann auch immer mir dann ist. Danach ist, meine Gedanken festzuhalten. Tagebuch zu führen. Wer mitmachen möchte, kann das gerne auch machen. Und wie gesagt, wer mitmachen möchte, macht einfach mit. Macht das, was ich gerade auch gesagt habe. Morgen gehe ich gerne dann mal ein bisschen darauf ein, warum das mit dem Facebook für mich schon lange eigentlich ein No-Go ist, von dem ich mir gerade merke, dass ich mich, man muss sich entwöhnen, wie wenn man eine Droge loswerden will. Weil es eine Droge ist. Und ich bin froh, wenn ich davon weg bin. Tschüss mit F. Macht's gut. Habt euch lieb. Und wenn ich einen Knopf finde, dann ist vorbei.